this is a mean spirit car, not a race machine. Yeah, I just see what its acceleration's like. And what's the battery pack say? It's a 55 to 83. Okay. Yeah. What's the worst thing gonna happen? Okay. Servus, meine lieben Freunde der E-Mobilität. Herbert Dies, der Vorsitzende des Vorstandes des Volkswagen-Konzerns, ist schwerst unter Beschuss. Er hat massive Kritiker, vor allem im Betriebsrat, was seine Strategie zum Wechsel zur E-Mobilität betrifft. Es geht vielen viel zu schnell und sein Stil ist wahrscheinlich etwas zu unorthodox für diesen Koloss VW. Und es sieht wirklich so aus, als würde es nicht mehr lange dauern und Herbert Dies ist dann endgültig Geschichte bei VW. Er wurde ja schon in Schritten ein bisschen demontiert. Was ich mir dazu denke und wie wichtig das jetzt ist für die gesamte Automobilindustrie, nämlich auch für die Konkurrenz, was das bedeuten könnte und was das mit Tesla zu tun hat, darüber möchte ich ein wenig mit euch philosophieren. Wenn euch das interessiert, vergesst nicht, jetzt gleich den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns in Kürze wieder. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, meine lieben Freunde der E-Mobilität. Ich bin's wieder, euer Georg. Schön, dass ihr dabei seid und wenn ihr noch nicht abonniert habt, da werbe ich immer dafür, ist ganz klar. Wir YouTuber lieben hohe Abozahlen. Ist auch schon ganz ordentlich, denke ich. 12.400 habe ich jetzt, hätte ich mir nie träumen lassen, auf 12.400 Abonnenten zu kommen und ich bekomme immer wieder sehr, sehr nettes Feedback zu den Videos. Ist halt so ein kleiner Nischenkanal, aber scheinbar nicht so unbeliebt. Vergesst auch nicht, kommentieren unten und bei uns im Shop. Übrigens vielen herzlichen Dank an euch da draußen. Ich weiß, da sind ganz viele sehr, sehr nette, treue Kunden dabei. Dankeschön, sage ich, glaube ich, viel zu selten. Ist eine ganz tolle Sache. Freut mich immer, wenn es da so eine Interaktion gibt. Also ich kann euch ja leider nicht sehen, aber ihr könnt mich sehen und ihr kauft dann auch bei uns einen im Shop. Das sichert sogar ein paar Arbeitsplätze. Wir sind massiv gewachsen im letzten Jahr. Es ist eine wirklich grandiose Erfolgsgeschichte mittlerweile. Und in Kürze geht es dann mit PV auch noch weiter, aber das wisst ihr ja schon, wenn ihr diesen Kanal abonniert habt. Und wenn nicht, dann abonniert jetzt, denn das wird dann wirklich spannend. In Kürze geht's los, kann sich nur mehr um Wochen handeln. Ja, wirklich, also sollte eigentlich noch dieses Jahr soweit sein. Egal, es geht jetzt um VW. Haben vielleicht einige von euch mitbekommen, gut ein Jahr ist es her, Anfang September war es, glaube ich, da hat doch glatt Herbert Dies Elon Musk in Wolfsburg am Flughafen mit einem ID.3 fahren lassen. Da war das Auto wirklich noch brandneu, praktisch, glaube ich, noch gar nicht ausgeliefert oder wenn dann vielleicht, ich glaube, da war es noch gar nicht ausgeliefert. Nicht mal die allerersten, die dabei waren, wie zum Beispiel Stefan Schwung war auch einer der allerersten, nicht mal die hatten noch ihren ID.3 und Herbert Dies hat Elon Musk sehr stolz, das hat man gemerkt in diesem Video. Ich habe es ja am Anfang da kurz reingeschnitten, am Ende gebe ich es vielleicht nochmal rein. Auf jeden Fall, Herbert Dies war wirklich, wirklich sehr, sehr stolz. Er hatte so den Eindruck vermittelt, schau Elon, wir sind VW, wir sind nicht Tesla, ja, wir bauen Autos ein bisschen für eine andere Klientel und vielleicht ein bisschen konservativer, aber wir können es auch. Wir können auch ernstzunehmende Elektroautos bauen. Und Musk, der nach außen hin immer sehr diplomatisch ist, wer ein bisschen mehr weiß, der weiß, dass er nach innen hin meistens sehr undiplomatisch ist und er sehr schnell Leute feuert und sehr, sehr viel verlangt. Aber nach außen ist er immer der sehr ruhige Diplomat und sehr besonnen und wirkt immer so ausgleichend. Aber das kann er einfach gut, ja, verkauft er sich sehr gut, das muss man ehrlich sagen. Auf jeden Fall war Herbert Dies mörderisch stolz und Elon Musk hat das auch wirklich ernst genommen und fand das auch gut, weil er das ja seit vielen, vielen Jahren sagt, der Sinn von Tesla ist ja, diesen Übergang zu nachhaltiger Mobilität zu beschleunigen. Und ganz ehrlich, im Grunde ist das schon aufgegangen. 20% Marktanteil haben wir fast mittlerweile. Neuzulassungen, rein elektrische Pkw, Österreich, Deutschland, das sind echte Zahlen. Ich meine, davon haben wir doch immer geträumt vor vielen Jahren und da hieß es immer, da kommt dieser Hochlauf, diese Kurve, diese S-Kurve und jetzt sind wir offensichtlich mittendrin. Es geht wirklich massiv nach oben.
Gut, und das war schon mal eine sehr seltsame Episode und ich denke, das ist einigen, vor allem im Betriebsrat, der sehr mächtig ist bei VW, sehr übel aufgestoßen. Dass sich da der Herbert Diess, den Elon Musk, in den ID3 setzt und au, das war sicher, das war schon mal nicht gut. Da hat er sich sicher einiges an Kritik gefallen lassen müssen, wahrscheinlich viele so, naja, so hintenrum wahrscheinlich, ja, man weiß es nicht. Okay, so, und jetzt vor kurzem hat er dann aufhorchen lassen, ja, der ganze Wandel ist alles zu träge und es geht nicht genug weiter und wir müssen schneller sein, weil wenn wir VW nicht in kürzester Zeit zu 100% Elektro bringen, dann gehen in Wolfsburg zum Beispiel, das Werk ist leider nicht besonders gut ausgelastet, das Stammwerk, dann gehen dort bis zu 30.000 Arbeitsplätze verloren. Habe ich schon ein Video darüber gemacht, das ist natürlich Anker setzen. Wenn Herbert Diess sagt 30.000, dann meint er 15.000. Das ist ganz normal, das ist Verhandlungstaktik, das kann er ganz sicher, davon gehe ich jetzt mal aus. Aber auch 15.000 wären natürlich eine Riesenzahl und für eine Region wie Wolfsburg ist das natürlich der absolute Horror. Er wollte damit sicher nicht erreichen, möglichst viele Leute an die Luft zu setzen, sondern die Dramatik zu zeigen, weil höchstwahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, die meisten diese Dramatik noch nicht verstanden haben und die Argumentation, die aktuelle des Betriebsrats lautet ja, ja, wir sind ja voll dabei und wir wollen ja zur E-Mobilität, aber, so und dann geht's los, aber finanzieren müssen wir das aus den Verkäufen der Verbrenner, weil da brauchen wir das Geld, damit wir den Konzern umbauen können. Ja, das klingt zwar logisch, ist aber leider absoluter Bullshit. Und warum? Weil dieser Verbrennerverkauf zumindest in Wolfsburg ganz sicher brutal in die Knie gehen wird. Ist ja jetzt schon eingebrochen. Das hat ja nicht unbedingt mit dem Hochlauf der E-Mobilität zu tun, sondern Lieferschwierigkeiten und natürlich Kunden fragen sich, soll ich jetzt überhaupt noch einen Verbrenner bestellen? Weil ja schon so die E-Mobilität schon am Horizont, was heißt am Horizont? Ich meine, die steht schon, egal, man kann ja praktisch keine 10 Minuten Autofahrt machen, ohne nicht Model 3, ID3 und einige andere zu sehen. Überall fahren die E-Autos rum. Man sieht sie ja mittlerweile. Es ist ja nicht mehr, dass man es nur erahnen könnte. Nein, die Elektromobilität ist nicht die Zukunft, sie ist die Gegenwart. Und der Betriebsrat denkt sich, ja, das können wir jetzt noch ein bisschen rauszögern und dann schaffen wir das so easy, locker, so die nächsten, wir brauchen so einen 10-Jahres-Plan. Gut, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber noch einen, naja, eigentlich im Prinzip einen Fauxpas hat sich Herbert Diess geleistet. Er ist einfach, denke ich, ein bisschen zu progressiv für so einen schwerfälligen Supertanker, wie VW ihn darstellt. Und zwar hat er sich bei einem Treffen von Führungskräften noch glatt Elon Musk per Video zugeschaltet, weil natürlich die Stimmung auf Unsicherheit steht und er wollte Elon Musk als Zuversichtsbringer hineinholen. Er hat dann auch gesagt, ja, macht euch keine Sorgen, VW, es wird hart, aber ihr schafft das. Ja, also er sollte eigentlich den Leuten Mut zusprechen und das sieht man schon. Es muss offensichtlich eine verdammt gute Verbindung zwischen Musk und Diess geben. Auch beim goldenen Lenkrad, ist jetzt auch ein Jahr her, hat ja das Model 3 hatte das goldene Lenkrad abgeräumt, war natürlich auch ein Knalleffekt. Und dann hat er auch gleich angekündigt, der Musk, dass in Grünheide die Fabrik aufsperren wird, die Gigafactory. Und das ist jetzt noch gar nicht so lange her und ja, die ist auch fast fertig. Also man sieht, mit welchem Tempo das vorangeht. Wir kriegen es vielleicht nur nicht so richtig mit, aber es hat ein Mordstempo und Tesla legt gute Zahlen hin. Sie haben einen Verkaufserfolg nach dem anderen. Sie schreiben mittlerweile solide schwarze Zahlen. Sie führen das eine oder andere Verkaufsranking schon an. Also es ist wirklich dramatisch, was da gerade wegbricht für die anderen. Auch wenn es natürlich im Gesamtmarkt noch winzig ist, aber die Dynamik, das können die wenigsten Menschen erkennen. Es geht nicht um den Status quo, es geht nicht darum, wo stehen wir jetzt, sondern mit welcher Dynamik entwickelt sich etwas. Und die Dynamik ist so enorm, das wollen die meisten nicht wahrhaben und das will auch der Betriebsrat offensichtlich nicht wahrhaben. Und ganz sicher ist das ganz schlecht angekommen, da diese Nähe zu Tesla zu suchen, böse Tesla, die zwingen uns, dass wir jetzt zur E-Mobilität umsteigen. Wir wollten ja eigentlich, ja, das ist nämlich auch so lustig. Man hat ja immer den Eindruck, sie sagen so, ja, wir hätten es ja eh gemacht, auch ohne Tesla, ja. Wir hätten es gemacht. Ach,
Ganz ehrlich, das glaubt doch wirklich niemand mehr. Wenn man denen nicht die Route ins Fenster stellt, tun die gar nichts. Dann verkaufen die weiter ihre fetten SUVs. Wobei, ich will nicht gegen SUVs bashen. Ja, das ist ein Blödsinn. Das ist ein ganz anderes Thema. Es gibt rationale Gründe, sich ein SUV zu kaufen. Und ein Elektro-SUV ist grundsätzlich nicht schlecht. Schaut euch mal einen Kona oder einen Niro an. Ja, ich meine, die Autos sind top im Verbrauch, obwohl das SUVs sind. Das ist ein anderes Thema bei Elektro. Funktioniert das anders? Aber egal, das gibt's halt, dieses Bashing. Aber das ist so Symbol, Bild für die alte Automobilindustrie, fette Verbrenner mit hohen Verbräuchen, 10 Liter aufwärts, Benzin auch noch vielleicht, was Vor- und Nachteile hat, ja, egal. Und da dachte man vielleicht, ja, das kann man jetzt noch hinauszögern und dann geht das noch länger und jetzt geht es um die Wurst, jetzt geht es darum, wer kann sich durchsetzen im Konzern, kann das der Betriebsrat oder kann das der Vorsitzende des Vorstandes, ja. Ja, und ich schätze, Herbert Diess wird nicht freiwillig gehen. Das wäre für seine Karriere wahrscheinlich schlecht. Das sieht dann so aus, als würde er klein beigeben, also als könne er sich nicht durchsetzen. Er wird das abwarten. Vielleicht hat das auch ein bisschen drauf angelegt, so nach dem Motto, jetzt setze ich alles auf eine Karte. Ich mache jetzt massiv Druck. Entweder VW zieht mit, dann gewinne ich mit VW oder VW zieht nicht mit. Dann will ich aber auch nicht untergehen mit VW und dann sollen sie mich feuern. Dann sollen sie mich raushauen und wenn es dann schief geht, war ich es nicht. Und wenn es gut geht, dann habe ich die richtigen Weichen gestellt. Ich denke, das ist für aus Karrieresicht, und dürfen wir nicht vergessen, es ist ein Manager. Ja? Es ist nicht so einer wie Elon Musk, der Ingenieur Unternehmer ist, ja, das ist ein Riesenunterschied. Diess denkt sicher auch an seine Karriere, das muss man schon ehrlich sagen, und sei ihm gegönnt und ist auch alles okay. Aber das sind eben unterschiedliche Sichtweisen und für Diess ist das natürlich jetzt eigentlich strategisch absolut das Richtige. Er konnte fast nichts anderes tun, denn sollte der Umstieg scheitern, wird es immer angelastet. Das ist ganz klar und das muss er vermeiden. Also aus meiner Sicht ganz logisch die Schritte vorbei und da muss ich ihm wirklich Respekt zollen, dass er so einen guten Draht zu Musk hat. Wobei ja Kenner wissen ja, dass Musk ja anfänglich zu allen deutschen Automobilherstellern, also bevor Tesla noch irgendwie ernsthafte Produkte produziert hat, den Kontakt gesucht hat und Mercedes stieg ja sogar mit Aktien ein und sie hatten einen Smart 4-2 extra in die USA gebracht und so in einer Nacht- und Nebelaktion umgebaut, wieder zurück nach Deutschland, um den vorzuführen, dass sie das schon können. Weil Mercedes konnte das gar nicht glauben, dass die das können. Ne? Und wurde dann ja, das ist der Grund, warum es dann den Smart 4-2 relativ früh elektrisch gab, weil man sah, okay, das geht ja sogar. Und die Technik kam ja dann, die Tesla-Technik kam ja dann auch noch in die B-Klasse, allerdings ohne Schnellladefähigkeit. Der größte Fehler ever, den Mercedes jemals begehen konnte, hätte man die B-Klasse mit Model S-Technik und Schnellladetechnik und Supercharging-Fähigkeit an den Tesla-Superchargern ausgestattet. Mercedes wäre der größte Elektroautohersteller weltweit. Bin ich überzeugt davon. Das wird wirklich, das ist der Treppenwitz der Geschichte, schlechthin der Automobilgeschichte. Dann hat man auch noch das Aktienpaket verkauft. Gewinnbringend, ja. Mittlerweile, glaube ich, gehen die jeden Tag 5 Minuten in den Keller weinen. Es ist wirklich absurd, was da abläuft. Und ich könnte mir mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit von, ich sag so 15% vorstellen, dass Herbert Diess sogar irgendwas bei Tesla wird, denn Tesla hat sicher in Europa noch sehr viel vor. Es werden Stellen frei werden in der Automobilindustrie, wegen diesem Knick nach unten im Gesamtmarkt. Elektrohochlauf geht nicht schnell genug. Das ist dieser Osborne-Effekt. Kunden sehen schon das Folgeprodukt kommen, kaufen nicht mehr das alte, die alte Technologie, warten auf die neue Technologie. Der Gesamtmarkt bricht ein. Stellen werden frei. Und Tesla wird höchstwahrscheinlich noch 1-2 Werke in Deutschland bauen, weil es, wenn es regulatorisch im Griff ist, und ich denke, wenn man es einmal in Grünheide geschafft hat, dann wird es auch klappen an anderen Standorten, weil es in Deutschland einfach immer noch sehr, sehr gute Arbeitskräfte gibt, sehr gute Zulieferfirmen, einen exzellenten Maschinenbau, exzellente Automatisierung. Also das hat Deutschland ja wirklich nach wie vor drauf. Die Ingenieure sind da und wenn die frei werden oder das Gefühl haben, dass es für sie etwas bringt, zu Tesla zu wechseln,
dann werden sie das tun. Und der Standort ist in Europa eine ganz andere Sache als in den USA. In den USA kann man zum Beispiel das Headquarter von Fremont nach Texas übersiedeln. Das ist kein Problem, nach Austin. Weil die Amerikaner ganz anders reisefreudig sind. Die ziehen auch für einen Job um 2000 Kilometer um. Das ist für die kein großes Thema. Das machen die einfach. Das würde ein Europäer kaum tun, dass er von Deutschland nach Spanien umzieht, nur um dann bei Tesla zu arbeiten. Ist wohl eher die Ausnahme. Und die Sprachbarriere fällt natürlich auch weg. Das ist auch ein großer Unterschied. Das heißt, wenn man in einem Land bleibt, kann man natürlich mehr Synergien nutzen, weil man dann, obwohl bei Tesla läuft alles, ja, ist klar, wissen wir, läuft alles Englisch ab intern, aber trotzdem läuft natürlich auch vieles in Deutsch. Und wenn man dann in einem Land die Fachkräfte hat, die wechseln wollen und diese ganzen Synergieeffekte nutzen kann, dann kann man so richtig durchstarten in Europa. Und ich glaube ernsthaft, dass Tesla in Deutschland noch mehr als ein Werk bauen wird. Also ich schätze, das werden schon insgesamt 3 Werke werden. Sie brauchen es ja, speziell auch Batteriewerk, auch ganz wichtig. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich könnte mir vorstellen, dass da sogar ein Herbert Diess irgendeine Position bei Tesla einnehmen könnte. Wenn er gefragt wird, glaube ich sogar, dass er ja sagen würde, wenn er sich gut überlegt hat. Ob es jetzt gut ist für den Herbert Diess, das ist die Frage, aber ganz ehrlich, wo soll er denn sonst hingehen? Was soll er machen? Klar, er müsste wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Ich denke mal, er hat genug Geld, dass er so halbwegs über die Runden kommen wird. Aber das ist nicht der Herbert Diess, den ich so wahrnehme. Ja, der will schon noch was tun. Mich würde interessieren, was glaubt ihr? Wie geht diese Geschichte weiter? Kann sich Herbert Diess durchsetzen und gegen den Betriebsrat? Dann ist das aber, glaube ich, nur eine Verlängerung des Streits, weil der Betriebsrat wird sich nicht geschlagen geben. Der hat sich auch in der Vergangenheit praktisch nie geschlagen gegeben. Und wenn man wirklich darauf beharrt, niemanden zu kündigen, dann wird es auch nicht funktionieren. Ja, das muss einem auch klar sein, VW wird Aderlass brauchen. Ja, sie müssen Federn lassen, sie müssen Leute abbauen, sie müssen massiv umbauen. Und das wird Schmerzen und Kosten und Schweiß verursachen. Das ist ein Faktum. Und der Betriebsrat will es nicht wahrhaben. Selbst wenn der Betriebsrat jetzt einmal zurückgedrängt wird, er wird wieder zuschlagen und wieder und wieder. Und ich glaube, dass deswegen auch Herbert Diess versucht, irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Sein Baby mit dem MEB, das läuft mittlerweile. Den Rest, denkt er sich, sollen vielleicht andere machen. Möglicherweise. Es gibt natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten für einen Herbert Diess. Ich meine, der kann noch vieles machen. Keine Frage. Er hat eigentlich, denke ich, eine relativ saubere Weste, ist nicht in diesem Dieselskandal so verwickelt, ja, und steht voll für Elektro, also glaubwürdig für Elektro, hat also sicher eine große Zukunft. Kommentiert das gerne unten rein, ich bin mir sicher, ihr habt da eure ganz eigene Sicht dazu, würde mich echt interessieren. Und vergesst nicht, das Video zu liken, Kanal abonnieren, Glöckchen vielleicht noch. Und ich freue mich aufs nächste Video, wenn wir uns wiedersehen und wenn es wieder heißt. Servus, liebe Freunde der E-Mobilität. Bis dahin, alles Liebe. Ciao. You know, this is a mainstream car, not a race machine. Yeah, just think about it. What's the battery pack say? It's a 55 to 83. Okay. What's the worst thing that happened? Okay.